Tri, Tra, Trulala. Aus gegebenem Anlass müssen wir hier nochmal den Professor Dr. Schachtschneider zu Wort kommen lassen. Ich meine, wir müssen hier alles tun, um das Unheil abzuwehren. Diese Rebellion wird mit allen Mitteln niedergeschlagen werden. Wir werden ein Europa erleben, das despotisch, sprich diktatorisch beherrscht werden wird. Noch sind die Parlamente funktionsfähig. Die Menschen, die für das Gemeinwohl sind, für ihr Land einstehen, sind einfach die Besten des Volkes. Das ist der Punkt, weshalb ich ihn hier nochmal zu Wort kommen lasse. Wir müssen erstmal den Zoom wieder rausnehmen, genau. Und den nehmen wir vielleicht mal raus, um besseres Licht zu kriegen. Ja, hat wieder jemanden erwischt von uns, von den Besten des Landes, zu denen ich mich natürlich auch zähle. Nein, das möchte ich jetzt nicht sagen, aber auf jeden Fall setze ich mich auch ein, so wie Taskforce Sleepsheep. Ja, und den sein Kanal ist zwar noch vorhanden, aber leider alle Videos entfernt. Angeblich vom Nutzer. Ich fürchte, das ist eine infame Lüge, die uns in die Irre leiten soll, beziehungsweise die Täter, die Faschisten, entlasten soll oder aus dem Verdacht bringen soll. Dass nicht einer jetzt denkt, die Faschisten hätten da die Videos entfernt. Wir verbinden das hier mal mit einem Morgenschwenk oder mit einer kleinen Aussicht auf den eben, was kommt. Ja, und dennoch mal ganz klar an Mr. Sleepsheep. Also als hier bei mir eine Stalker-Gang angeritten ist und ich dachte auch erst, das wäre ein Killer-Kommando, habe ich ja das denn auch eher versucht als Kompliment zu sehen für meine Arbeit. Und so würde ich das bei dir genauso betrachten. Das adelt dich höchstens, dass alles, was du gemacht hast, richtig war. Weil wenn es denen auf den Sack geht, dann war es wirksam. Sonst, wenn es nicht wirksam wäre, so wie meine Scheiße, wo sie einfach am Regler drehen und keiner kickt das, ja. Wenn es nicht wirksam wäre, bräuchten sie ja da nichts sperren und nichts, keine Videos entfernen und keine Zensur ausüben. Also wenn es Ungehalt im Raum verpufft, was der Proband da verbreitet, dann ist es ja wirksam nicht wirklich. Also musst du irgendwas richtig gemacht haben. Von mir aus auf jeden Fall Anerkennung, Hut ab für deine ganze Arbeit. Ich weiß nämlich, dass das Arbeit macht, Herzblut und alles dafür erforderlich ist. Und natürlich auch die innere, gesunde, richtige Einstellung. Guten Morgen. Oder wenn du hier mal vorbeikommst, bist herzlich eingeladen. Ne? Als zertifizierter Widerstandskämpfer. Tschüssi. Und schönen guten Morgen halt, soweit das denn noch möglich ist. War. Also ich kann mir das vorstellen, dass eben das ganz schön auf die Nieren geht. Wenn man da bei mir, wären es ja dann 2 bis 3 Jahre Arbeit, die da dann einfach mal sinnlos werden. Von einem Moment auf den anderen. Hartes Brot, war. Oh, ist nicht so schlimm, wie wenn die Heimatstadt zerbombt wird oder wenn die Bäume alle absterben hier oder so. Das kann man alles noch verkraften, so eine Kanalsperrung, dass die Bäume im nächsten oder übernächsten Jahr alle überhaupt keinen Laub mehr haben. Na, da sehe ich denn mal das größere Problem. Da sehe ich denn mal das wirklich entscheidende Problem. Aber ich habe ja gerade gestern ein Video gesehen, wo ich gesehen habe, dass im Juni in Deutschland das jetzt nicht etwa irgendwie besser aussieht oder so. Also, da sehen die Bäume eher noch. Da sind so eine Bäume wie der hier, wo man nicht durchkicken kann, eher noch Mangelware. Also hier kann man zwar schon wieder durchkicken. Aber was ich so in Deutschland gesehen habe, sieht denn alles eher ein bisschen so aus wie er hier. Als ob da zwar noch ein paar Blätter dran sind, aber eben nicht mehr viele. Ja, spätestens denn, glaube ich,
müsste das eigentlich auch der Letzte merken, dass irgendwas nicht in Ordnung ist. Wenn Angela Merkel denn immer noch an der Macht ist und ihre hervorragende Umweltministerin Barbara Hendricks immer noch sagt, uns liegen keine Erkenntnisse vor, dass die Bäume sterben. Auch, dass der Himmel zugesprüht wird, da liegen uns also definitiv keine Erkenntnisse vor, solange wie das noch so weitergeht. Also die Hoffnung war ja bei mir eh schon mal wieder auf den Nullpunkt. Aber der Unterhaltungswert, der war durch Leute wie Sleep Sheep, Taskforce denn immer noch gegeben. Schade, der Unterhaltungswert wird jetzt weniger. Aber er wird ja sowieso jeden Tag weniger. Insofern, die Pflanzen sterben weg, die Leute sterben um mich rum weg. Oder werden wenigstens krank. Aber bei euch ist ja sicherlich alles in Ordnung. Sonst würdet ihr ja auf die Straße gehen, wa? Meine Fresse, haut dir wieder einen Joke raus aus dem Morgen hier. Da fängt mich auch nicht mehr ein. Muss ich gleich abdrehen hier. Das kannst du doch. Tschüss, Bum, Peace, wa? Und denkt an den Schachtschneider, der hat ja gesagt, sie werden mit Gewalt jeden Widerstand niederschlagen. Also bleibt gleich im Sessel sitzen. Bleibt gleich im Sessel sitzen, so seid ihr auf der sicheren Seite und quasi auch friedlich. So seid ihr halt nur passive Opfer der Gewalt. Und übt Gene selbst aus. Das ist schon sehr ordentlich. Aus Sicht der Täter ist das immer ordentlich, wenn sich die Opfer nie wehren. Würde ich als Täter eigentlich auch befürworten. Schon wieder so ein Joke. Okay. Hoffentlich, ich hoffe bloß, meine Jokes sind auch als solche erkennbar. Ich gebe mir schon immer Mühe zu lachen dazu, dass man merkt, das ist ein Joke. Aber im Prinzip ist das alles furchtbar ernst gemeint. Und was nun stimmt, sucht sich jeder selber aus. Moin, moin.